Willkommen bei Schlesienjournal. Heute besuchen wir Menschen, die zweisprachig aufgewachsen sind. Wir schauen mal, welche Vorteile die Zweisprachigkeit mit sich trägt. Doch zuerst die Infos. Sie haben auch in diesem Jahr die Möglichkeit, 1% Ihrer Steuer an Ihren DFK zu überweisen. Für das Jahr 2010 erhielt die SKGD dank dieser Möglichkeit mehr als 35.000 Zloty. An dieser Stelle kann ich sagen, dass viele DFKs, vielleicht die Mehrheit der DFKs, haben sich hier nicht viel angestrengt und haben keine größere Werbung gemacht. Deshalb sind sie auch mit leeren Händen ausgegangen. Tragen Sie in Ihrer Steuererklärung Sozialkulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien ein, die KRS-Nummer 00001-7757 und den Namen Ihres DFKs. Dies ist ein weiterer Weg, die kulturelle Arbeit der DFKs zu finanzieren. Ob Gedichte von Wolfgang Borchert, Johann Wolfgang von Goethe oder Rainer Maria Rilke. Lernt 2 Gedichte in deutscher Sprache und nehmt am Wettbewerb Jugend trägt Gedichte Vorteil. Zum Wettbewerb lädt die Sozialkulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien Schüler aus Grundschulen, Gymnasien und Oberschulen ein. Das Finale ist zwar erst Ende Mai, aber die Vorentscheidungen finden im Februar in Schulen statt. Der Wettbewerb wird schon zum 17. Mal organisiert. Mehr auf www.derskn.vdg.pl. Zum Auftakt des neuen Jahres lädt das Deutsche Konsulat in Oppeln zum traditionellen Neujahrskonzert ein. Schüler der Musikschule in Oppeln und das Willingis-Symphonieorchester aus Mainz spielen Werke deutscher und polnischer Komponisten. Das Neujahrskonzert findet am 29. Januar um 18 Uhr in der Oppelner Musikschule statt. Der Eintritt ist frei. Machen Sie es sich bei einem Film gemütlich. Das Eichendorff-Zentrum in Lubowitz organisiert einmal im Monat einen Filmabend. Eingeladen sind alle Fans des deutschen Films. Das nächste Treffen mit dem deutschen Film findet am 27. Januar um 16.30 Uhr im Konferenzsaal des Eichendorff-Zentrums in Lubowitz statt. Der Eintritt ist frei. Etwa 70% der Weltbevölkerung spricht täglich mehr als eine Sprache. In unserer Region wird immer mehr Wert darauf gelegt, Kinder zweisprachig zu erziehen. Knapp 24.000 Kinder in Polen lernen Deutsch als Minderheitensprache, die meisten in der Oppelner Region. Zweisprachigkeit bedeutet vor allem mehr Chancen im späteren Berufsleben. In der zweisprachigen Eichendorff-Schule in Solarnia lernen in diesem Jahr 161 Kinder. Sie lernen Deutsch als Muttersprache. Eines der Kinder ist Dominik. Hallo, wie war in der Schule? Gut. Ja. Wir haben heute Klassenarbeit gehabt. Schön. Na komm. Es gibt so etwas wie der Sprachrhythmus, also die gesamte Phonetik, die Aussprache, nicht wahr? Das ist etwas, was am Anfang entwickelt wird, nicht wahr? Oder entwickelt werden muss. Und das ist wichtig. Was guckst du denn da? Das. Oh, das ist der zweisprachige Kindergarten. Ja. Da gehst du auch bald hin. Na schau mal, was machen die denn da? So viele Kinder? Hast du noch nicht gesehen, oder? Es ist sehr wichtig, mit dem zweisprachigen Unterricht früh anzufangen. Untersuchungen bestätigen, dass Kinder eine Sprache auf natürliche Weise lernen. Mit so einem Bauch. Stimmt. Das war, glaube ich, schon das Ende der Schwangerschaft. Ja, ja.
Wie ist es? Der Simon ist inzwischen 2,5. Sprichst du mit ihm auch draußen Deutsch oder nur zu Hause? Ja, ich mache das sowohl zu Hause als auch draußen. Ich versuche das wirklich konsequent zu machen. Und wie reagieren die Leute? Eigentlich ist es gar kein Problem, Deutsch zu sprechen, denn viele verstehen ja auch die Sprache hier. Wenn ich dann zum Arzt oder zum Zahnarzt gehe, dann fragen die Ärzte schon nach, der wird ja zweisprachig erzogen. Klar, also denen fällt das schon auf. Du wirst auch sehen, die Leute, die vielleicht jetzt komisch gucken, die werden in der Zukunft neidisch drauf sein. In 2, 3 Jahren merkst du, dass die zwei Sprachen perfekt sitzen. Ja, da bin ich froh. Schön. Das Alter spielt dabei keine Rolle. Das Problem ist, viel wichtiger ist, dass die Eltern dann konsequent sein müssen, nicht wahr, und die Sprachen miteinander nicht mischen sollten, nicht wahr? Denn das Kind identifiziert die Sprache mit einer Person, mit einer Situation. Zweisprachigkeit ist in Schlesien ein wichtiges Thema. Die deutsche Minderheit ist sich dessen bewusst. Sie organisiert Kurse und Konferenzen zu diesem Thema. Oft kommen auch Gäste aus Deutschland zu den Veranstaltungen. Ich bin auf jeden Fall sehr beeindruckt von der Motivation hier, die Kinder bilingual zu erziehen, weil Bilingualität ganz neue Perspektiven eröffnet für die Kinder, für den Beruf, um das Erlernen einer neuen Kultur. Und vor diesem Hintergrund ist bilingualer Unterricht ganz entscheidend. Wie wichtig Deutschkenntnisse sein können, zeigt das Beispiel von Raimund Adamiec und seiner Firma. Er hat die Sprache zu Hause gelernt. Myśmy po prostu w domu już mówili po niemiecku, bo mój ojciec bardzo mało rozumiał, po prostu źle mówi po polsku. Tak samo wujek, ciotka tylko mówili po niemiecku. Nie? Nawet mój najstarszy brat, jak przyszedł ze szkoły, to powiedział, mama, ich verstehe die Pani nicht. Tak było niestety. Viele Unternehmen aus Deutschland suchen den Kontakt nach Schlesien, weil sie gerade hier deutschsprachige Partner finden können. Każdy inwestor niemiecki, który tutaj na przykład jest, bo przede wszystkim tych obsługujemy, to przy rozmowach bez tłumacza to jest całkiem inna rozmowa. To zdecydowanie pomaga. Znajomość niemieckiego. Dawid Waloszek studierte Architektur in Dresden. Er koordinierte die Projektarbeiten am Breslauer Fußballstadion. Nun arbeitet er mit einer Gruppe von Oppelner Architekten zusammen. Hallo. Ja, im Großen und Ganzen ist es eigentlich fertig. Es wären noch ein paar kleine Änderungen zu treffen, zu entscheiden. Deswegen würde ich vorschlagen, entweder jetzt am Freitag oder nächsten Montag einen Termin auszumachen. Ja, alles klar. Danke, bitte. Viele Sprachen zu sprechen bedeutet eben, neue Möglichkeiten für sich zu öffnen. Jede Zweisprachigkeit gibt einen tieferen und breiteren Zugang zur Welt überhaupt. Und wenn man schon zwei Sprachen kennt, dann hat man auch nicht allzu große Mühe, noch weitere Fremdsprachen zu erlernen. Und insofern können wir auch die Geschichte unseres Landes näher ergründen. Und man ist dann offener, man ist dann nicht so irgendwie in sich verduckt, aber man öffnet sich auf das Reichtum, kulturelle Reichtum der Nachbarn. Jetzt schlaf ich mit den Füßen und wackel mit dem Bauch. Ich schütte meine Schulter und meine Hände auf. Ja, hallo. Ja. Die deutsche Minderheit hat im Haus der deutsch-polnischen Zusammenarbeit in Oppeln eine Beratungsstelle für den Bereich deutsch-polnische Zweisprachigkeit eingerichtet. Damit sind wir am Ende der Sendung. Bis in einer Woche wieder. Tschüss und auf Wiedersehen.